mein Gott, das ist eine Sünde. Hey, meine Freunde, was geht? Einen wunderschönen und motivierten Sonntag wünsche ich euch. Falls ihr Bock habt, heute Abend wieder ein bisschen und zu machen mit mir, schaut auf jeden Fall gegen 19 Uhr bei mir im Livestream rein. Wir werden wieder reacten, dann machen wir Minecraft und dann werden wir GTA spielen. Irgendwann in der Art und Weise. 19 Uhr heute Abend, kommt vorbei. Wir sehen uns jetzt. Ganz viel Spaß beim Video. Daumen hoch da lassen. Gummo, guten Morgen, Leute. Es ist 11:09 und ich nehme mein heutiges Video auf. Ich weiß nicht, warum ich wieder Kopfhörer an habe, weil eigentlich schaue ich mir heute nur Bilder an. Stupid. Im heutigen Video, meine Freunde, schaue ich mir ein paar Sachen an, wo man sich einfach nur denkt, so, hä? Was? Hä? Genau darum geht's. Tobi hat mir wieder 22 lustige Bilder rausgesucht, die wir jetzt gemeinsam anschauen, die ich mit meiner unglaublich witzigen und selbstironischen Art kommentieren werde. Falls ihr darauf keinen Bock habt, das kann ich absolut nachvollziehen. Verpisst euch einfach. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Bild, meine Freunde. Wir schauen mal, was wir hier haben. Ich weiß selber nicht, was mich erwartet. Tobi hat das einfach rausgesucht und meinte, guck dir das mal an. Und jetzt sehe ich hier tatsächlich einen Mann. Das ist kein Video, was ich anklicken kann. Also gut, okay. Das funktioniert schon mal nicht an der Stelle. Wir haben hier also einen Gabelstapler, der einen Gabelstapler hochhebt, der eine Palette hochhebt. Crazy. Ist es sicher, ist die Frage. Ist der Arbeitsschutz irgendwie gegeben? Ich meine, ist das gefotoshoppt oder nicht? Weil, oder ist es einfach nur ein kleiner... Gibt es verschiedene... Ja, wahrscheinlich gibt es verschiedene Größen von Gabelstaplern, oder? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr schon mal Gabelstapler gefahren seid. Das interessiert mich kein bisschen. Auf jeden Fall hundertprozentig sicher. Das ist definitiv eine Sache, die würde ich so jedem Lagerlogistiker empfehlen. When a truck filled with ear crashes. Was? When a truck filled with ear crashes. Was? When a truck filled with ear crashes. Alter, das ist ein komplettes Auto, was mit Aalen gefüllt gewesen ist. Also, das sind Aale. Also, diese ekligen Glibberdinger, die ihr sicherlich alle nur aus verschiedensten Filmen kennt, die reden wir nicht drüber. Ja, nice. Also, das ist absolut ekelig. Diese Aale sind irgendwie scheinbar jetzt dann alle frei und das hat sich zu einer riesigen, ekelhaften Glibbermasse entwickelt. Ich weiß nicht genau, warum man ein Auto voller Aale hat. Keine Ahnung. Vielleicht erklärt mir das jemand einfach ganz kurz. Ich würde auf jeden Fall sowas nicht in meinem Auto haben, aber vielleicht hat Izzy ja irgendwie dafür eine logische Erklärung. Ich meine, immerhin hat der Typ ein Aquarium, der wird schon wissen, warum. Okay, Free Cremation Winner. Oh Donna, you would never guess what I won today. Oh mein Gott, ist das Scheiße. Oh mein Gott, ist das Scheiße. Die arme Frau hat eine gratis Einäscherung gewonnen. Letztendlich ist das eine Sache, die ja gut ist, weil man zahlt ja nichts dafür. Aber im Großen und Ganzen ist es echt makaber, wenn man halt... Ich meine, die Dame ist jetzt schon sicherlich um die 65, 70 vielleicht, um den Dreh. Vielleicht auch erst 60, ich weiß es nicht. Und dann halt schon eine gratis Einäscherung zu gewinnen. Ich finde das echt ziemlich makaber, sowas zu verlosen, muss ich ganz ehrlich sagen. What the f***? Alter, ein Willem Dafoe Bikini. Also ganz ehrlich, Leute, wenn euer Girl, ja, ins Schlafzimmer reinmorgen, so, und dann die Klamotten langsam auszieht und das ist drunter, dann wisst ihr, sie ist die eine, sie ist eure Traumfrau, behaltet sie, macht ihr jetzt und hier auf der Stelle einen Antrag. Also das ist wirklich, einfach nur Traum. Einfach nur Traum. Und an der Stelle, hä? Warum macht man sowas? Ich meine, wer zieht sowas ernsthaft unironisch an? Naja, gut, ich auf jeden Fall nicht. Alter. Ja, gut, alles klar. Wir haben hier ein Baby, was als Spielzeug fungiert. Erstmal ist dieses Kind extrem adipös, wenn nicht sogar sehr, sehr übergewichtig. Das Gesicht von dem Kind ist extrem deformiert. Die Hände und Beine sind zu Stumpen verkümmert. Das Kind hat 8 Tasten in seinen überfetten Torso eingelassen und eine Unterhose an mit einer Katze drauf. Vorne ein Sticker mit Love und ist ziemlich beschmiert mit Kot und anderen Fäkalien. Ich glaube, man könnte komplett einen Horrorfilm über dieses Ding drehen. Ich meine, stellt euch mal bitte vor, in so einem Horrorfilm und dieses Teil kriecht ihr einfach hinterher und man sieht so, wie die Tasten reindrücken, dann kommt so eine gruselige Musik und sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so das Spielzeug, was so Serienkiller hatten, als sie klein waren. Und das erklärt dann auch später diese Störung, die sie haben. Ja, macht euren Kindern doch eine Freude und kauft euch einfach sowas. Der Typ hat sich hier scheinbar einen neuen Auspuff gebaut mit einem Selfmade-Tutorial. An sich ist da nichts verkehrt dran. Ich weiß nur nicht, ob wirklich eine riesige Endrohr von irgendeinem Industriewerk, ein Schornstein oder sowas, das Richtige ist für diesen Citroën hier. Ich kann es dir genau sagen, auf jeden Fall ein französisches Auto. Ich will auch gar nicht wissen, wie das klingt, das Ding. Also Leute, ich finde, ApoRed hätte das als Baba-Wagen auf jeden Fall nutzen sollen. Ganz ehrlich, stellt euch mal vor, ihr fahrt damit durch die Stadt, irgendwann fällt dieses Ding hier runter und schleift über den Boden. Maximaler Flex. Das ist auf jeden Fall ein Frauenmagnet. Vergesst jeden AMG und so weiter und so fort. Holt euch so ein Auto. Genau. Was?
When you abide the real estate laws. Okay, hier hat jemand also ein Haus gebaut, was wirklich so schmal ist. Ich kann es nicht genau deuten. Ich kann es wirklich nicht genau sagen. Also wir haben hier auf jeden Fall die Toilette mit so einem ganz langen Korridor. Das hier ist die Treppe nach oben. Die sieht so stressig aus. Das ist eher eine Leiter. Wenn ich darin wohnen würde, ich hätte wirklich Angst, dass der Wind, wenn er das also Haus trifft, dass das Haus einfach umfällt. Das ist ja kein bisschen safe. Das ist ja übertrieben unsafe. Dieses Haus, Leute. Nee, also ich, tut mir leid, ich weiß es nicht. Also ich bin ja gelernter Immobilienmakler, aber an der Stelle kann ich nur sagen, dass es kein außergewöhnliches Objekt ist, sondern einfach eine Schrottimmobilie. Vor allen Dingen, warum sind hier so Gitter? Das ist einfach echt selten. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, wieso hat man... Wahrscheinlich hat er nur dieses Grundstück gehabt und hat dann gesagt, so, ich baue jetzt hier ein Haus drauf. Ja, hat funktioniert. Wie lange das hält, will ich an der Stelle einfach mal nicht hinterfragen. Hoffentlich steht das Ding noch. Oh mein Gott. Leute, das ist ein 2000er IQ-Move. Also zu sagen, ich habe ein Motorrad, ist ja schon mal eine ganz geile Sache. Zeitgleich aber... sich Stützräder selber zu machen mit den eigenen Beinen über Rollerskates. Ich meine, das ist super clever. Vor allen Dingen, wenn da halt mal so ein kleiner Stein oder sowas einfach drin hängen bleibt und dein Bein dann einfach über den Boden schleift und das ganze kann ich komplett supporten, meine Freunde. Daumen hoch, wenn ich das mal ausprobieren soll. Das war ein Joke. Da auch wieder Gruß an Izzy, der hat ja einen Motorradführerschein. Vielleicht kann Izzy ja sowas machen. Geht doch einfach zu Izzy. Wieso guckt ihr eigentlich meine Videos? Was soll die... Was soll das? Alter, oh mein Gott, no. Ja, an der Stelle Grüße an die vorherrschende Pandemie. Wir haben hier eine Fledermausmaske bei Fernand Aubry von 1951. Warum man so eine Maske tragen möchte und was der Hintergrund dafür ist, bleibt mir weiterhin schleierhaft. Ich nehme an, das geht einfach nur darum, dass man seinen eigenen Kindern tatsächlich große, große Angst machen möchte. Ich sehe niemals... Ich sehe wirklich nicht, warum man das irgendwo irgendwann gesellschaftsfähigerweise tragen könnte. Also ich meine, nicht mal an Karneval oder sowas ist sowas in Ordnung. Das sieht erstmal extrem scheiße und billig verarbeitet aus. Das muss man einfach mal sagen. Diese Fledermaus hat sogar ein lächelndes Gesicht auf der Oberseite des Kopfes. Das macht keinen Sinn. Die Frau, die diese Maske trägt, ist sowieso extrem gruselig, dass das Foto... Ich werde wahrscheinlich Albträume... Ich werde davon Albträume haben. Danke für nichts, Tobi. Danke. Das steht auch immer im Arbeitsvertrag sogar. Was? Was? What's next? Ja, an der Stelle frage ich mich das auch. Also wir haben hier auf jeden Fall ein Auto, was auf riesigen Rims läuft, die aber nicht mal bereift sind. Also das ist einfach nur ein Auto, was so auf so Fahrradreifen irgendwie ist, die aber in Felgenformat sind. Wo, wann, wer nutzt solche Reifen? Ist das für einen Traktor? Ist das für einen Trike gedacht? Das könnte für einen Trike sein, für die Hinterreifen von einem Trike. Ich weiß es nicht. Warum ist da kein Gummi drauf und fährt dieses Auto? Und wenn es fährt, wie geil ist das? Stellt euch mal vor, ihr fahrt damit irgendwann euren Sohn zur Schule, Alter. Und euer Sohn wird instant zusammengeschlagen. Oh, der Arme. Ja, so geil ist es nicht. Es ist einfach echt eine sehr, 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 sehr ungewöhnliche, ein ganz seltsamer, merkwürdiger Winkelschleifer an der Stelle. Weird Flex. Verstehe ich nicht, brauche ich nicht. Keine Ahnung, wirklich nicht. Alles klar. Und hier haben wir ihn, den Superman der Quarantäne. Quarantäne-Man, meine Freunde. Der hier auf ganz trocken und sicher am Start ist. Ja, der Boy hat sich hier auf jeden Fall einfach mal eine riesige Wasserflasche über den Kopf gezogen. Ich glaube aber sogar, ich habe das Bild schon mal irgendwo gesehen, habe mich gefragt, funktioniert das? Ich meine, im Großen und Ganzen, wenn er jetzt angenießt wird, das schützt ja schon. Ich meine, die Viren könnten noch hier irgendwie rein, aber dann müsste jemand in seinen Nacken niesen. Gut, wenn jemand in seinen Nacken niest, dann niest er nicht vorbei. Die ganzen Viren sind drin. Ich weiß es wirklich nicht. Also man hätte es schon konsequent durchziehen sollen, sich einen ganzen Anzug daraus bauen sollen. Da bin ich da voll fein mit. Aber so, kein Plan. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, das ist so eine Art Komodo-Varan, so eine Riesenechse, die halt einfach saugiftig sind, wenn die dich beißen und so und dann einfach irgendein Gift in dein Blut geht und du instant stirbst und die haben so 10.000 Zähne und die sind so ultra gefährlich einfach und das klettert einfach über deinen Zaun und deine zwei Hunde so. Also das war es ja wirklich komplett. Nee, ist klar. Also ich meine, genau das, es gibt sogar dieses Meme. Ich meine, in Venedig sind jetzt durch die Quarantäne sämtliche Fische und sowas zurück in die Kanäle gekommen. Und ich glaube, wenn wir noch 2-3 Monate weitermachen, werden einfach wieder Dinosaurier zurück auf die Erde kommen. Und ich glaube, das zeigt, dass wir auf einem ganz, ganz guten Weg sind. Also kein Plan. Ich fand die Tiere echt immer cool, bis ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie giftig und tödlich die eigentlich sind. Weird Lifehack an der Stelle, aber holt euch keinen Komodo-Varan als Haustier. Holt euch einfach keinen Komodo-Varan, sondern einfach einen Hund wie meiner, der die ganze Zeit bellt und ständig die Aufnahmen stört. Okay. Hilfe! Hilfe! Wie mache ich das weg? Hilfe! Wir haben einen Whisky, der eine Kobra innen drin hat. Weiß ich nicht, eine Kobra und irgendeine seltsame... Ich weiß nicht, was der King mit Insekten und so Schlangen und Reptilien in Getränken und Nahrungsmitteln ist. Ich verstehe es nicht. Könnt ihr nicht einfach ganz normal euch besaufen, ohne dass da Schlangengift drin ist? Könnt ihr euch nicht einfach wie jeder normale Mensch den 3-Euro-Whisky vom Penny holen und euch damit blind kippen? Muss es wirklich ein Whisky sein, wo eine Kobra drin ist? Ich meine, ihr werdet so oder so betrunken. Das Schlangengift hilft euch nicht dabei. Okay.
Okay, alles klar, das ist ein guter Thumbnail. Solid. Das ist ein Klo, es gibt ja ganz viel in Indien und sowas, diese Toiletten und im arabischen Raum diese Toiletten, wo man sich hinkniet und sowas. Ich war selber schon mal auf einer drauf und ich kann euch sagen, nicht angenehm, wenn man ein normales Klo gewöhnt ist. Da kann man einfach auf DIY, Finn Kliman Basis sich hier ein komplett eigenes Klo bauen. Ist ja sicherlich nicht so, als würde dieses Plastik irgendwelche Art von Gerüchen oder sowas absorbieren und irgendwie haften. Nee, das passt schon soweit. Wir bauen einfach eine Holzklobrille mit einem Pylon dahin, wo dann einfach die Kacke an der Seite runterrutscht. Das ist mega, mega hygienisch und einfach auch sau nice vom Geruch her. Es fällt ja eh unten rein. Die Konstruktion an sich ist nice. Ob das Ganze jetzt so sicher und beständig und vor allen Dingen auch geruchsfest ist, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ihr habt gerade viel Zeit. Baut doch einfach mal eigene Toiletten im Garten und schickt mir eure Einsendung auf Instagram. Ich meine, lasst uns doch mal einfach Klos bauen. Ich meine, wieso nicht, oder? Oh mein Gott, das ist eine Sünde! Okay, wir haben hier einen Toast mit diesen komischen Rainbow Stripes, die jeder Kiffer immer isst, wenn er bekifft ist. Und dazu gibt es dann Gurken mit Butter. Ich glaube, so schmeckt die Hölle. Ich glaube, so schmeckt einfach die Hölle. Wenn man ein Stück Nether einfach essen würde, würde es so schmecken. Wahrscheinlich schmeckt Netherrack genau so. Sauer, gurkig und fettig. Keine Ahnung. Ist gurkig eigentlich? Halt mein Maul. Ah, yeah. Okay, hier haben wir auf jeden Fall einen ganz kleinen Fiat oder sowas. Ist das ein Fiat? Ich glaube, es ist ein Fiat. Der mit der Fronttür ist. Das ist ein Einsitzer. So ein italienisches Kleinwagen. Ansonsten nichts eigentlich Besonderes. Und obendrauf ist einfach ein 50 mm Kaliber MG. What? Ich weiß, ich habe einfach mal 50 mm Kaliber MG gesagt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt. Aber es ist ein MG drauf, das sieht man. Boah, ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn man damit einmal schießt, macht das Auto einen Backflip, man ist tot. Aber Leute, falls die Apokalypse kommt, ist der Typ auf jeden Fall gewaffnet. Der kann 15 km/h damit fahren. Und wenn er einmal schießt, macht er einen Backflip und ist tot. Ganz, ganz tolles Ding, wirklich. Also Leute, da kann jeder Panzer auf jeden Fall einpacken. Das ist eine Schildkröte, die Krebsbeine und einen Schnabel hat. Ja. Oh Gott, Alter, Digga, das ist noch an... Oh, Moment mal. Das hat irgendwie was. Das ist noch ein bisschen anziehender als die Katja Krasavit-Puppe. Stell dir mal vor, Leute, Katja hätte anstatt ihrer Puppe eine Vase mit ihrem Mund drauf gemacht. Und ihrem Mund wäre ein Ding. Ich bin mir sicher, dass irgendeiner ihrer Fans das sicherlich benutzt hätte für Vasensachen. Also, da kommen dann Sachen rein, wie zum Beispiel... Ja, ne, ja, okay. Ist nicht gut. Ist nicht geil. Ist einfach nur gruselig, würde ich kaputt machen mit einem Hammer. Nein, das ist nicht wahr. Oh nein. Die haben hier eine Buddha-Skulptur einfach mal geröntgt und dann fällt auf, dass da tatsächlich ein mumifizierter Mönch mit seinem Skelett tatsächlich drin sitzt. Das ist so krass. Das ist so krass, Leute. Vor allen Dingen, wie groß war dieser Mönch? War der so? Oder ist diese Statue einfach riesig? Ich weiß es nicht. Irgendwie cool, irgendwie aber auch echt weird. Irgendwie faszinierend, irgendwie aber auch wirklich seltsam. Stellt euch mal vor, ihr habt das im Wohnzimmer stehen und denkt euch, ach, ich habe hier so eine Buddha-Statue und die fragt mich die ganze Zeit, hä, wieso fliegen die Stühle eigentlich falsch rum an der Decke und wieso ist mein Kind vom Teufel durchgehend besessen und warum bellt der Hund die ganze Zeit gegen eine leere Wand? Ganz seltsame Sache. Bis ihr dann merkt, alles klar, da ist ein echter Mensch drin. Interessant. Ja, das sind die neuen Prototype Economy Airline Seats. Da würde ich auf jeden Fall nicht mehr fliegen. Das ist ja das Unangenehmste überhaupt, damit darin zu sitzen. Man hat ja Zero Beinfreiheit, man sitzt da nicht mehr drauf, sondern man steht so halb. Es ist ultra unbequem. Und ganz ehrlich, wenn das Fluggesellschaften machen, dann haben sie alle die Pleite verdient. Kann ich nicht anders sagen. Das wäre wirklich das Schlimmste, was uns passieren könnte. Oh mein Gott, hier hat jemand 27 Kontaktlinsen in seinem Auge gehabt. Bro, vielleicht einfach mal nachdenken, dass man die rausholt. Vielleicht, das sind Tageslinsen, die holt man an einem Tag wieder raus. Okay, hier ist ein Lizard. Das ist eine Eidechse in einer Mikrowellenuhr. Wie ist der da reingekommen? Und warum, was macht der da? Ist der tot? Wie kommt der da rein? Die Uhr funktioniert nicht. Tiere sind so dumm einfach. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin auch ziemlich dumm, aber ich habe es wieder geschafft, aus ein paar Bildern ein adäquates, tolles Video hinzubekommen. Falls ihr Bock habt, ich bin heute Abend live. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das war's an dieser wunderschönen Stelle von diesem Video.